Recht herzlich willkommen zur 167. Folge, müsste es sein, von Towns. Ja, wir sind hier unten und haben die Türen, glaube ich, offen, oder? Ja, die ist auf, der kann da durch. Oder? Ja, doch, müsste offen sein. So, die sind da noch beschäftigt. Können sie auch machen. Hier sind natürlich Knochen vor der Tür. Ist der Händler eigentlich immer noch da? Ja, da fehlen noch 15 Knochen. Okay, das dauert halt noch ein bisschen. Vielleicht bleibt er noch so lange. Hier sind nicht mehr ganz so viele, wie letztes Mal schon noch waren. Die haben sich dann mehr hier rüber verteilt. Einer ist schon durch. Interessant ist, dass die dann doch mit mal hier auftauchen oder so, ne? Also weit reinlaufen, ne? Naja, aber da sind wir erstmal so weit, dass die erstmal noch laufen müssen. Da können wir erstmal hier wieder gucken. Dach ist zu. Treppenhaus, läuft das eigentlich? Kann man da hochlaufen? Nein, ne? Es ist zwar jetzt so gebaut, dass da bis dahin einer laufen kann. Ich glaube, dann müssten wir da noch einen Absatz machen, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, aber ich müsste nur Zweier haben. Klappt aber irgendwie nicht so mit Zweien. Mach so, dann geht da einer erstmal schon mal hin. Und dann schauen wir weiter. Ja, dann kann man noch höher bauen. Wollen wir das? Ach, das ist sowieso die letzte Etage wahrscheinlich, weil höher geht's dann nicht mehr. Dann können wir auch noch eine Runde wenn machen. Ist ja auch egal, ne? Und der Stein ist jetzt gerade gesetzt worden. So, dann nochmal probieren. Und das geht auf jeden Fall dann. Dann sollte noch einer daneben kommen. Dann müsste da eigentlich schon, oder dann kann da schon Treppe gemacht werden, ne? Schauen wir mal. Wie ist denn das Treppenhaus hier so gebaut? Okay, da kommt er schon. Ah, da passt noch was nicht, oder? Ist der runtergefallen, der Stein? Nee. Der steht da noch. Ja, wo muss der hin? Das ist die gute Frage, ne? Der ist jetzt schon hier drauf gemacht, oder wie sehe ich das? Das war dann wohl falsch gelaufen. Da ist was falsch gelaufen, würde ich sagen. Die Mauer ist richtig. Oh, das ist schwer zu erkennen, ne? Weil wir hätten jetzt hier hingemusst, ne? Blöd ist, dass das da jetzt. Ja, jetzt geht's so. Ja, das ist dann der richtige Stein. Und dieser hier machen wir Unlock. Ich glaube, der ist da jetzt falsch gelandet, oder? Ist jetzt ein bisschen schwer zu sehen. Gerade drehen war, glaube ich, nicht, ne? Doch, gerade. Nee. Nee, gerade drehen ist nicht. Da geht's nur hoch und runter. Und irgendwo anders hin, keine Ahnung wo. Ja, also. Jetzt ist der da weg. Der ist dahin. Der muss unlocked sein. Und da
noch eine Treppe hin. Da. War bei Werkzeugen eine Treppe, na genau. Welche ist denn das, die? Ich glaube, diese ist das. Das bedeutet, sehen wir gleich, wenn die Treppe da ist. Ich glaube, vorher erkennen wir das wohl schlecht. Kommt keiner mit der Treppe, ne? Aber irgendwie... Ist da jetzt noch einer? Ist da keiner? Ich weiß nicht. Ne, ich glaube, der ist... Da könnte ein rotes Kreuz dran sein, weil... Ach, warte mal, wir können doch hier... Open Wooden Door. Ah, da sieht man es jetzt auch, das rote Kreuz, alles klar. Also müsste das eigentlich funktionieren. Ich denke mal, wir machen gerade hier ein paar Steine hin, dann wird der auch weggetragen, der da ist. So, den. So. Dann sollte das passieren. Und hier, diese hier. Die sind schon verkehrt hier, ne? Unlock. Und Unlock. Und ich kann die gar nicht unlocken, weil da habe ich jetzt irgendwelche anderen Unlock, die dahinter sind. So ein Scheiß, auf Deutsch gesagt. Diese kann man wieder nicht wegnehmen, ne? Sind die jetzt ausgewählt zum Wegmachen? Ich glaube nicht, ne? Destroy Lightwood Block. Ich glaube, die können wir aber beide destroyen. Und die können wir dann da wieder hinsetzen. In der Hoffnung, dass das überhaupt geht. Und darunter haben wir dann wieder so eine Konstruktion zu machen, die keiner kann. Da ist also richtig was schiefgelaufen jetzt an dem Treppenhaus. Lass uns lieber bei den Zombies weiter gucken. Wie wir sind denn schon reingelaufen? Drei hier. Da ist einer. Ja, ein bisschen mager, ne? Können ein paar mehr sein, oder? Da war auch noch einer, okay. Hier hinten sind schon mal vier. Da kommt gerade der fünfte. Zack, die Tür zu. Der da, wäre schön, wenn er noch reinkommt. Oder kommt noch einer mehr? Hier hinten ist ein bisschen mager, ne? Können mehr sein. Ah, jetzt läuft der weg, schade. Na komm, lauf, 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 lauf. Noch zwei Schritte, dann haben wir es geschafft. Einen noch bitte. Close Door. Fertig. Dahin sind schon mal noch durchgekommen. Hier ist jetzt nur einer. Das ist nicht viel. Aber komm, zack, mach das zu. Mach da definitiv auf. Mach hier einen Add Patrol Point. Mach die Tür auf. Eins. Zwei. Sind nur zwei, das ist mir zu wenig. Mach mal Close Door. Ja, wäre schön, wenn da noch ein oder andere kommen würde.
Da oben wurde noch ein Stein geholt. Da kommt noch jemand. Das heißt 1, 2, 3. Ist eine Wache, ja. Drei Wachen würde gehen, ne? Jetzt laufen natürlich alle nicht dahin, wo ich sage, jetzt läuft so. Ah, Nachschub. So, jetzt mal bitte die eine Dame noch zurück. Ah, warte mal, wir machen das ganz einfach. Remove. Patrol Point. Und dann läuft das schon, ne? Wie viel sind das jetzt? Drei oder vier? Ich glaube, es sind drei. Drei. Wenn nur einer mehr wäre, ne? Wäre nicht schlecht, oder? Da kommt die vierte Person. So, die ist abgeschlossen. Die wird aufgemacht. Die ist zu, die ist zu, die ist zu. Gut, wir können in diesen ersten Raum. So, das removen wir. Die könnten mal helfen gehen, ne? Genau. Der ist erledigt. Und dann ist hier schon keiner mehr. So, dann läuft der erste da bitte hin. Und die anderen folgen, genau. Der ist hundemüde. Das haben wir jetzt angeklickt. Dick. Das Dick sollten wir aber mal ganz schnell wegmachen. Aber jetzt geht das Dick nicht weg, oder was? Na super. Jetzt ist weg. Glück gehabt. So, die laufen noch schön hin und her. Aber den weg. Und da einen hin. Okay. Gut, das hat noch gerade so geklappt, ne? Ah, jetzt hier bitte schön nicht wieder zu den anderen Läufen. Den Punkt weg. Okay, da wird's passend jetzt. Den Punkt auch weg. Und da laufen noch zwei rum. Zack. Und den auch noch und dann läuft schon, ne, oder? Gerade einen auf Risiko gehen. Tür mal aufmachen. Läuft aber keiner rein, der davor steht, oder? Ja, das werden jetzt zu viele, oder? Sitzen einige vor. Sind da nicht viele, ne?
Den weg. So, der erste wird da drinnen jetzt behandelt. Es laufen aber gerade keiner da rein, das ist das Problem. Remove. Oh, jetzt wird das zu ernst. Nein, die laufen mir da zu sehr hin, das hat keinen Sinn. Siehst du, das hat nicht geklappt. Ne, die machen das nicht mehr. Hier ist noch ein Petrol Point, der muss weg. Die laufen da nicht hin, weil sie Hunger haben. Okay, kommen den noch und dann müssen sie hier raus. Einer ist schon verloren. Zu viel gewagt. Ja, da fängt es schon jetzt an, dass sie nicht zurückgehen. Okay, ich glaube, den verlernten wir auch. Oder der ist verdammt stark. Nicht da weiter reinlaufen. Komm, mach hier die Tür auf, dann kommen die schon raus. Denke ich, oder? Close and lock. Gut, einen verloren. Versuch war es wert. Wenn die gemeinschaftlich da drin wären, dann wird das vielleicht sogar funktionieren. Aber hier am Kern ist natürlich krass, ne? Da sind es dann zu viele. Und die rücken ja auch immer dahin, wo die sind. Also das gestaltet sich etwas schwierig, würde ich sagen. So, den machen wir weg hier erstmal. Da kommt wieder jemand. Den weg. Da rein hinsetzen. Dann können wir hier abschließen. Der Händler ist wohl weggezogen, ne? Ja, genau. Passt also. Close. Und close. Und da unlock. Unlock und dann können sie wieder reinkommen. Gut, okay, dann würde ich sagen, soll es für die Folge aber auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.